Yo, was geht ab, Leute? Get in the flow. Oh ja, Fraps ist hier. Und zwar heute mit einem, ja, kleinen Video, Leute. Und zwar ist es so, bevor wir zum Video kommen, wollte ich noch was loswerden. Falls ihr krasse GTA 5 Undergolds benötigt, mit viel Geld und Level drauf, dann checkt doch mal den Link unten in der Videobeschreibung aus. Dort könnt ihr euch einen auf jeden Fall kaufen. So, kommen wir zu diesem Video. Ihr denkt euch jetzt, boah, was war das für ein krasser Trailer, was geht da ab? Aber ich muss euch erstmal beruhigen, Leute, dieses ganze Video ist ein Konzeptvideo. Es ist so, dieser Trailer wurde so als Konzept hergestellt. Und zwar ist es so, ein YouTuber namens GTA Wise Guy hat diesen Trailer hier erstellt für die Community. Und zwar hat er da auch sehr gute Arbeit geleistet, muss man ehrlich zugestehen. Es ist so, ihr habt euch bestimmt den Trailer angeguckt und ihr hattet direkt mal übelsten Dauerständer und dachtet so, yo, was geht ab, alle, voll krasser Scheiß und sowas. Und ich muss sagen, in dem Trailer steckt bestimmt sau viel Arbeit drin. Auf jeden Fall verlinke ich den GTA Wise Guy mal unten in der Videobeschreibung. Checkt ihn ab, der hat einen übel krassen Kanal. Solltet ihr auf jeden Fall mal abonnieren. So, und zwar hat dieser YouTuber eine Petition gestartet. Und zwar will er, dass dieses DLC hier echt wird. Er will unbedingt, dass dieses DLC verwirklicht wird. Und zwar hat er so eine Petition gestartet. Für die, die nicht wissen, was eine Petition ist, man sammelt Unterschriften, um, sagen wir mal, Rockstar zu überzeugen, dass so ein ähnliches DLC erscheinen soll. Es ist so, Leute, ich werde euch jetzt in die Petition unten in der Videobeschreibung dort mal reinballern. Geht mal einfach da drauf. Ihr müsst einfach nur euren Namen, eure E-Mail und einfach eine kleine Begründung einfach aufschreiben und dann muss man einfach für die Petition stimmen. Man kann auch sich mit Facebook oder mit Twitter anmelden, ist auf jeden Fall überkrass und ohne Scheiß, Leute. Das Ziel war 15.000 Unterschriften zu sammeln, aber es wurden schon fast 60.000 Unterschriften gesammelt und deswegen dachte ich mir, komm, ey, gehst du hin, machst ein Video darüber, deine Abonnenten sollen auch drauf gehen und mal unterschreiben, man weiß nie, Leute, manchmal ist Rockstar echt cool drauf, vielleicht machen sie sowas sogar in einer ähnlichen Variante und deswegen bitte ich euch einfach mal auf dieser Seite drauf zu gehen, dort mal dafür zu stimmen und mal zu schauen, was dann passiert, Leute, es ist übertrieben geiles DLC, wer auch noch ein bisschen Englischkenntnisse hat, kann auf dieser Seite auch noch mehr lesen und zwar erklärt er auf dieser Seite ganz genau 1:1, was genau dazu kommt und wie das funktioniert. Also er hat alles übertriebenst gut detailliert aufgeschrieben. Man kann auf jeden Fall sehen, dass er sehr viel Arbeit, wie gesagt, da reingesteckt hat. Leute, mich würde es richtig freuen, wenn ihr einfach die Petition mal unterschreiben könntet. Wie gesagt, Rockstar kann manchmal cool sein, weil die Petition wurde oftmals an Rockstar schon geschickt. Und vielleicht haben wir Glück und es passiert wirklich, ohne Scheiß, Leute. Das war jetzt mal ein etwas anderes Video auf meinem Kanal. Hoffentlich nehmt ihr mir das nicht böse. Ich wollte einfach nur diesen YouTuber unterstützen, weil es war eine sehr gute Idee von ihm, mal so eine Petition zu starten. Und sau viele Leute haben es ja schon unterschrieben. Und deswegen würde es mich freuen, wenn ihr jetzt auch noch da drauf geht. Aber Leute, im Grunde war es eigentlich auch schon von mir. Und wie gesagt, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann versuchen wir mal die 350 Likes-Marke zu knacken. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr doch mal vielleicht ein Abo da lassen. Ich werde dann aber raus. Haut rein, geht mit dem Flow. Euer Fraps. Ciao.